Studio bitte. Was würde ich tun, wenn hier jemand AIDS hätte? Ganz klar. Weiterarbeiten natürlich. Warum auch nicht? Dankeschön. So wie mit einer Grippe kann man sich mit AIDS nicht infizieren. Da kann man auch mal angenießt oder angefasst werden. Da kann man auch mal eine Tasse vertauschen. Das macht nichts. Dadurch kann das AIDS-Virus nicht in die Blutbahn kommen. Und deshalb ist es für mich kein Problem, mit AIDS-Infizierten zusammenzuarbeiten. Im Gegenteil, die brauchen unsere Hilfe. Ob jemand infiziert ist oder nicht, darauf kommt es nicht an. Wichtig ist was anderes, dass man gut zusammenarbeitet. Gib AIDS keine Chance. Telefon Köln 89 20 31 oder 0 11 66 zum Ortstarif. Kassel, Dokumentarstadt, Ort der Kunstausstellung, die sich nach Jahren der eitlen Selbstbespiegelung, Kunst über die Kunst, wieder mit dem Leben draußen, mit dem Leben außerhalb von Museumsmauern beschäftigt. Zurück zu den großen zeit- und kulturkritischen Themen, heißt die neue Devise. Die Trendwende in der Kunst liegt in der Luft, seit Tschernobyl und STI. Der wiedererhobene Anspruch der Zeitkritik, er verschafft allerdings noch so manchem Künstler Umstellungsschwierigkeiten. Altbekannte werden in dieser Situation wieder zu Vorreitern, auch auf der Documenta. Schöne Aussicht, Klaus Stecks Beitrag, 1987. Noch einmal Steck. Und noch einmal. Die Kunst unter der Käseglocke, ein Fingerzeig in eigener Sache. Klaus Steck, dessen Name beinahe schon ein Synonym für Gesellschaftskritik geworden ist, sieht auch die Documenta kritisch. Wenn jahrelang Inhalte